Dieses Bild ging nach Abschluss des Frankreich-Feldzuges 1940 um die Welt. Es war am Donnerstag, dem 16. Mai, aufgenommen worden und zeigt Adolf Hitler umgeben von 12 Offizieren, denen er für die Einnahme des im Festungsringes Lüttich stärksten belgischen Grenzforts eben Emael und mehrerer für den deutschen Vormarsch wichtigen Maßbrücken zwischen dem 10. und dem 15. Mai das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen hatte. Wie Sie sehen, tragen einige der Offiziere an den Feldblusen auch das EK1 bzw. das EK2, andere wiederum nicht. Der Grund dafür war, dass der Besitz dieser beiden Orden Voraussetzung für die Verleihung des Ritterkreuzes war. Daher wurden den Soldaten, die noch nicht das EK2 bzw. das EK1 besaßen, am 12. oder am 13. Mai die fehlenden Klassen verliehen, um danach bei der auf dem im Bild festgehaltenen Verleihungszeremonie im Führerhauptquartier Felsennest in Bad Münstereifel-Rodert in der Eifel das Ritterkreuz erhalten zu können. Alle frischgebackenen Träger waren Angehörige gewesen der mit der Einnahme des Forts eben Emael beauftragten Luftwaffensturmabteilung Koch unter Hauptmann Walter Koch. Diese sogenannte Sturmabteilung war am 2. November 1939 in Hildesheim mit dem Tarnnamen Versuchsabteilung Friedrichshafen aufgestellt und kurz darauf in Sturmabteilung Koch umbenannt worden. Allerdings fehlen auf dem Bild drei weitere im Zusammenhang mit dem Unternehmen eben Emael mit dem Ritterkreuz ausgezeichnete Angehörige der Sturmabteilung Koch. Es war der Feldwebel Helmut Abke, der Leutnant Martin Schächter und der Leutnant Gerhard Schacht. Gerade bei Letztgenanntem ist das Fehlen bedauerlich, denn Gerhard Schacht, in der Fallschirmtruppe des Zweiten Weltkrieges eine legendäre Gestalt, hatte von allen im Krieg und danach die wohl aufregendste Karriere absolviert. Daher werde ich mich auch mit ihm am Ende ausführlicher widmen, mit Einzelheiten, die Sie vielleicht sonst irgendwo anders nicht finden werden. Wer jetzt aber einen Gefechtsbericht über das Unternehmen erwartet, wird enttäuscht sein, denn es gibt darüber so viele ausführliche Berichte, Videos, Bücher und Artikel, dass ein Bericht von mir keine Neuigkeiten enthalten würde. Ich will dazu nur erwähnen, dass während der Operation eben Emael zum Beginn des Westfeldzuges am 10. Mai 1940 von den 493 eingesetzten deutschen Soldaten in den vier Sturmgruppen Granit, Eisen, Beton und Stahl 43 gefallen und 99 verwundet worden waren. Die Belgier hatten 60 Gefallene, 40 waren verwundet worden. Hier gehen belgische Soldaten in deutsche Kriegsgefangenschaft. Nein, ich finde es dagegen viel interessanter, sich das weitere Leben der 15 mit dem Ritterkreuz ausgezeichneten Offiziere nach eben Emael anzusehen. Denn diese jungen Männer gehörten ja einer Elitetruppe an, die in den weiteren 5 Jahren Krieg immer wieder hohe Verluste hatte. Fangen wir mit dem ganz links stehenden Offizier in der unteren Reihe an. Es handelte sich um den Leutnant Egon Delica, der während des direkt auf das Plateau des Forts eben Emael zielenden Luftlandeunternehmens als stellvertretender Führer der Sturmgruppe Granit eingesetzt war. Granit hatte dabei 6 Gefallene und 20 Verwundete. Egon Delica war am 4. Januar 1915 in Stettin in Pommern geboren und am 1. April 1933 als Kanonier in die 2. Batterie des Artillerieregimentes 2 in Schwerin eingetreten. Nachdem er am 1. Mai 1935 zur Luftwaffe versetzt worden war, war er am 1. Juni 1936 zum Kampfgeschwader 152 Hindenburg im mecklenburgischen Neubrandenburg gekommen, wo Delica am 1. April 1937 zum Unteroffizier befördert wurde und am 1. April 1938 zum Unterfeldwebel. Nach seiner Ausbildung zum Beobachter, die am 1. April 1939 beendet worden war, wurde Delica am 28. Dezember 1939 zum Leutnant befördert und zur 2. Gruppe des Lehrgeschwaders 1 unter Major Karl Eduard Wilke versetzt.
Für das Unternehmen eben Emael war er im April zur Sturmabteilung Koch versetzt worden und hatte nach dem erfolgreichen Ende am 12. Mai 1940 das Ritterkreuz verliehen bekommen. 4 Tage danach erfolgte seine Ernennung zum Oberleutnant. Von Oktober 1940 bis Juli 1941 war Delica Kapitän der 6. Staffel des Lehrgeschwaders 1, mit dem er auch an der Luftlandeoperation zur Einnahme der griechischen Mittelmeerinsel Kreta, dem Unternehmen Merkur, teilgenommen hat. Im 1941 begonnenen Ostfeldzug war er im April 1942 verwundet worden. Nach der Genesung wurde er am 1. Juli 1942 zum Hauptmann befördert und führte dann bis Mai 1943 die 2. Gruppe des Luftlandegeschwaders 2. Am 21. November 1943 wurde ihm das Fallschirmschützenabzeichen verliehen. Am 26. Dezember das Deutsche Kreuz in Gold. Im Herbst 1944 wurde Hauptmann Egon Delica Kommandeur des 2. Bataillons des Fallschirmjägerregiments 19, mit dem er an der Westfront eingesetzt war und am 5. Februar 1945, nach einem anderen Datum am 12., in der Schlacht im Reichswald bei Kleve in britische Kriegsgefangenschaft geraten, aus der er nach fast 2,5 Jahren am 27. August 1947 entlassen worden war. 7 Jahre später, am 1. Mai 1956, wurde er von der neu aufgestellten Bundesluftwaffe als Staffelführer und Logistikoffizier in der Fliegerhorstgruppe Uetersen übernommen und am 22. September zum Hauptmann befördert. Am 1. Februar 1957 wurde er Staffelkapitän und Bodendienstoffizier in der Fliegerhorstgruppe der Waffenschule der Luftwaffe 50 in Fürstenfeldbruck, um dann ab dem 1. Februar 1958 im Wehrbereichskommando 6 in München im S1-Bereich Personal eingesetzt zu werden. Am 20. September 1960 wurde er zum Major, am 8. November 1966 zum Oberstleutnant befördert. Mit der Verleihung des Bundesverdienstkreuzes am Bande am 31. März 1971 ging Oberstleutnant Egon Delica in Pension. Er ist am 26. April 1999 in Pullach bei München verstorben. Auf dem Bild neben ihm stand der Führer des Unternehmens, der Kommandeur der Sturmabteilung Koch, Hauptmann Walter Koch. Er war am 10. September 1910 in Bonn geboren und mit 19 Jahren am 3. April 1929 als Offizieranwärter in die preußische Schutzpolizei in Berlin eingetreten. Nach seiner Beförderung zum Leutnant war Koch in einer auf Anordnung des neuen preußischen Innenministers Hermann Göring zum Schutz der Reichsregierung aufgestellten Polizeieinheit eingetreten, die nach ihrem Kommandeur, dem Oberstleutnant der Schutzpolizei Walter Wecke, als Abteilung Wecke zur besonderen Verwendung bzw. Stabswache Göring bezeichnet wurde. Hier sieht man den preußischen Innenminister Hermann Göring 1935 mit seiner frisch angetrauten Frau Emmy Sonnemann. Nachdem die Stabswache zu einem Regiment mit 6 Bataillonen aufgewachsen war, wurde es 1935 von Hermann Göring als Regiment General Göring in die Luftwaffe überführt. Hier wurde Walter Koch am 20. April 1938 zum Hauptmann befördert. Nachdem er dann im Bild ganz links am 10. Mai 1940 erfolgreich das Unternehmen eben Emael geleitet hatte, wurde ihm am 10. das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes verliehen. Kurz darauf wurde er zum Major befördert und übernahm als Kommandeur das 1. Bataillon im Luftlandesturmregiment 1. Sein Bataillon war Teil der ersten Welle während der Schlacht von Kreta am 20. Mai 1941. Ziel von Kochs 53 Lastenseglern war das von Neuseeländern verteidigte Dorf Maleme gewesen. Aber kaum war Koch gelandet, erlitt er im Nahkampf um die Höhe 107 eine schwere Kopfverletzung und musste in ein Lazarett nach Griechenland gebracht werden. Nach Monaten der Rekonvaleszenz übernahm er wieder sein Bataillon, das dann an die Ostfront verlegt worden war. Hier erhielt er im März das Deutsche Kreuz in Gold.
Vom 19. Februar 1942 führte er bis zum 11. März 1943 das Jägerregiment Hermann Göring. Dann übernahm er am 20. April zum Oberstleutnant befördert, zunächst als Führer, ab dem 1. April 1943 als Kommandeur das Fallschirmjägerregiment 5, das ab dem 10. November nach Tunesien verlegt worden war, um gegen die am 7. November stattgefundene alliierte Landung in Algerien eingesetzt zu werden. Dort hatte sein Verband bei den Kämpfen in der Nähe von Depien eine Reihe britischer Fallschirmjäger gefangen genommen. Hier sieht man ihn bei der Befragung. Und danach diese Gefangenen einer Heereseinheit übergeben. Aber als Koch von dem am 18. Oktober 1942 von Hitler erlassenen sogenannten Kommandobefehl erfahren hatte, der die sofortige Exekution von Sabotagetrupps bzw. Kommandos vorsah, hatte er sich scharf dagegen ausgesprochen und für die ordnungsgemäße Verbringung der gefangen genommenen Briten gesorgt. Dieser Kommandobefehl, ein eindeutiger Verstoß gegen die Haager Landkriegsordnung und das Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen von 1929, war die deutsche Antwort gewesen auf gefundene englische Anweisungen, in denen empfohlen wurde, deutsche Kriegsgefangene nur in einem sinnvollen Maße überleben zu lassen. Ein weiterer Grund war ein Vorkommnis gewesen, das während des zum Einbringen von Gefangenen durchgeführten britischen Kommandounternehmen Basalt unter Major Geoffrey Appleyard in der Nacht vom 3. auf den 4. Oktober 1942 auf der von rund 300 deutschen Soldaten besetzten Kanalinsel Sark stattgefunden hatte. Auf der Suche nach der deutschen Besetzung hatte die 40-jährige Bewohnerin der Insel, Frances Noel Pittard, den Kommandos genaue Einzelheiten zu den Unterkünften der Deutschen gegeben. Daraufhin hatte der Kommandosoldat Anders Lassen, ein Däne, den nichtsahnden Einzelposten vor der mit 5 schlafenden Soldaten einer Pioniereinheit belegten Unterkunft mit seinem Kampfmesser getötet. Dann waren die 5 deutschen Soldaten zunächst mit Handschellen gefesselt und 4 von ihnen beim Rückzug der Briten getötet worden. Auf ihrem Rückzug nach England hatten die Kommandos den Pionierobergefreiten Hermann Weinreich mitgenommen, wo er in das berüchtigte London Cage, dem sogenannten Londoner Käfig, verbracht worden war, dem britischen Verhörzentrum unter Oberstleutnant Alexander Scotland, in dem mittels Folter, Auspeitschungen, Scheinhinrichtungen, Prügel, Schlaf- und Lebensmittelentzug, alles aus den Gefangenen herausgeholt worden ist. In einem 1948 gegen die Folterknechte angestrengten Prozess in London waren alle Beteiligten freigesprochen worden. Oberstleutnant Walter Koch, der bis zum 21. April 1943 das Fallschirmjägerregiment 5 geführt hatte, war zur Behandlung und Genesung einer Verwundung nach Deutschland zurückgekehrt, wo er im August 1943 im Stab des Generalluftzeugmeisters im Oberkommando der Luftwaffe eingesetzt war. Dort hatte er bei einem Autounfall schwerste Verletzungen erlitten und war am 27. Oktober 1943 mit 33 Jahren in Berlin verstorben. Er wurde auf dem Nordfriedhof seiner Geburtsstadt Bonn beigesetzt. Allerdings hatte sich bald darauf in seinem Regiment das Gerücht verbreitet, Koch sei aufgrund seiner harschen Kritik am sogenannten Kommandobefehl Hitlers vom Sicherheitsdienst SD mit einem fingierten Unfall umgebracht worden. Allerdings ist dies mehr als zweifelhaft, da auch innerhalb des Oberkommandos der Wehrmacht offene Kritik und Ablehnung des Kommandobefehls geäußert worden war. So zum Beispiel vom Chef der deutschen Abwehr, Admiral Wilhelm Canaris, der ja der direkte Vorgesetzte war der deutschen Kommandotruppe Brandenburg, die ebenfalls in sogenannter Halb- bzw. Volltarnung, also zum Beispiel entweder mit übergeworfenem Mantel des Gegners oder aber in kompletter Feinduniform seit Kriegsbeginn eingesetzt worden waren. Später, nachdem 1944 die SS unter Otto Scorzeni die Kommandoeinsätze übernommen hatte, wurden die in US-Uniformen gefangen genommenen Deutschen während des Unternehmens Greif
in der Ardennenoffensive von den US-Streitkräften analog des deutschen sogenannten Kommandobefehls als Spione erschossen. Man kann aber auch feststellen, dass von deutscher Seite der Befehl nur in sehr geringem Umfang ausgeführt worden war, zumal darin der Fronttruppe mit dem Punkt 5 Möglichkeiten eingeräumt worden waren, den der Genfer Konvention widersprechenden Befehl zu umgehen. Diese Anordnung gilt nicht für die Behandlung derjenigen feindlichen Soldaten, die im Rahmen normaler Kampfhandlungen, Großangriffe, Großlandungsoperationen, Großluftlandeunternehmen im offenen Kampf gefangen genommen werden oder sich ergeben. Ebenso wenig gilt diese Anordnung gegenüber den nach Kämpfen auf See in unsere Hand gefallenen oder nach Kämpfen in der Luft durch Fallschirmabsprung ihr Leben zu retten versuchenden feindlichen Soldaten. Rechts neben dem grimmig dreinschauenden deutschen Reichskanzler in brauner Uniform stand Leutnant der Reserve Joachim Meissner, der stellvertretende Führer der mit der Eroberung der belgischen Albertkanalbrücke bei Cannes beauftragten Sturmgruppe Eisen. Deren Verluste betrugen bei einer Einsatzstärke von 115 Mann 22 Gefallene, 26 Verwundete und einen Vermissten. Meissner hatte schon kurz nach Beginn den verwundeten Führer der Gruppe Eisen ersetzen müssen. Er war am 15. Oktober 1911 im niederschlesischen Freistadt geboren und am 1. Oktober 1929 in die Reichswehr eingetreten. Am 31. März 1934 war er ausgeschieden, um die Stelle des Referenten in der Auslandsabteilung des Reichssportführers Hans von Tschamme und Osten zu übernehmen. Am 26. August 1939, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, am 1. September, war Meissner als Feldwebel der Reserve in das Pionierbataillon 8 im oberschlesischen Neiße einberufen worden, war dann aber zur Luftwaffe übergetreten. Am 1. Januar 1940 erfolgte seine Versetzung in die 1. Kompanie des Fallschirmjägerregiments 1, die am 1. März 1940 der Sturmabteilung Koch unterstellt worden war. Meissner wurde am 20. März 1940 zum Leutnant der Reserve ernannt. Nach der Eroberung des Forts Eben-Emael erhielt Meissner am 12. Mai das Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes, einen Tag später seine Ernennung zum Oberleutnant der Reserve. Im August 1940 war die Versetzung in das Fallschirmjägerregiment 2 erfolgt, mit dem er zunächst am Kreta-Unternehmen Merkur teilnahm, später im Osten an den Kämpfen bei Leningrad. Vom 6. Dezember 1941 bis zum 10. Juni 1942 war Meissner Ordonnanzoffizier im Fallschirmjägerregiment 2. Dann, nach seiner Beförderung zum Hauptmann der Reserve am 30. September 1942, wurde er in Nordafrika in der Fallschirmjägerbrigade Ramka eingesetzt. Zum Jahresbeginn 1943 wurde er im Stab des 11. Fliegerkorps eingesetzt, ab dem 1. April als Chef der 6. Kompanie im Fallschirmjägerregiment 2. Seine letzte Verwendung seit dem 16. April 1944 war die des Bataillonsführers des 3. Bataillons des Fallschirmjägerregiments 14 in der 5. Fallschirmjägerdivision, das nach der Landung der Alliierten in der Normandie bei den schweren Abwehrkämpfen in der Schlacht um die von der US-Luftwaffe zu 95% zerbombten Stadt Saint-Lô in der Normandie eingesetzt wurde. Am 25. Juli 1944, westlich von Saint-Lô, ist Hauptmann Joachim Meissner mit 33 Jahren gefallen. Er ruht mit weiteren 11.168 an der Invasionsfront gefallenen deutschen Soldaten auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Marigny. Rechts neben Meissner stand Oberleutnant Gustav Altmann, der Führer der Sturmgruppe Stahl. Er war mit der Einnahme der Brücke bei Feldwezelt beauftragt worden. Seine Gruppe in Stärke von 116 Mann hatte dabei 8 Gefallene sowie 16 schwer und 16 leicht Verwundete. Gustav Altmann war am 13. April 1912 im brandenburgischen Britz im Kreis Angermünde geboren. Am 9. April 1931 war er als Polizeianwärter in die Polizei eingetreten und in der Polizeischule Kiel ausgebildet worden.
Am 1. Oktober 1935 war Altmann als Oberwachtmeister in das Luftwaffenregiment General Göring eingetreten und hatte als Feldwebel im September 1937 seine Offizierausbildung mit der Beförderung zum Leutnant beendet. Im Regiment Göring war Altmann zunächst als Kompaniechef der 11. Kompanie eingesetzt, mit der Beförderung zum Oberleutnant im September 1939 als Chef der 1. Kompanie des Fallschirmjägerregiments 1. Am 1. März 1940 war er zur Sturmabteilung Koch versetzt worden und hatte nach der Eroberung der für den deutschen Vormarsch wichtigen Brücke bei Feldwitzelt am 12. Mai das Ritterkreuz erhalten. Am 16. Mai erfolgte seine Ernennung zum Hauptmann und Chef der 2. Kompanie des Fallschirmjäger-Sturmregiments. 1941, während des Kreta-Unternehmens Merkur, dessen Verlauf allein seine Kompanie einen Verlust von 108 Soldaten hatte, war Altmann am 22.05.1941 auf der kretischen Halbinsel Akrotiri in britische Kriegsgefangenschaft geraten, in der er bis zum Kriegsende blieb. Während seiner Gefangenschaft war er am 24. August 1942 zum Major befördert worden. Am 20. Februar 1981 ist Major AD Gustav Altmann in Reinhardshagen, Kreis Kassel, im Alter von 69 Jahren verstorben. In der hinteren Reihe, links außen, stand der Pionierleutnant Rudolf Witzig, der Führer der mit der direkten Einnahme des Forts eben ehemal beauftragten Sturmgruppe Granit. Dabei waren von den mit Lastenseglern gelandeten 85 Mann 6 gefallen und 20 verwundet worden. Rudolf Witzig war am 14. August 1916 im westfälischen Röhlinghausen, Kreis Wanne-Eickel, geboren worden. Nach dem Abitur war er am 1. April 1935 als Offizieranwärter und Fahnenjunker in das Pionierbataillon 16 in Höxter eingetreten, am 20. April 1937 zum Leutnant befördert worden und im August als Zugführer im ebenfalls in Höxter stationierten Pionierbataillon 31 eingesetzt worden. Ein Jahr später, am 1. August 1938, hatte sich Leutnant Witzig zum Fallschirmjäger Infanteriebataillon unter Major Richard Heydrich nach Stendal versetzen lassen, wo er den Pionierzug führte und mit dem er ab 1. September 1939 am Polenfeldzug teilgenommen hat. Inzwischen zum Oberleutnant befördert, wurde er dann mit seinem Pionierzug zur Sturmabteilung Koch nach Friedrichshafen abkommandiert. Nach eben Emael hatte er am 10. Mai 1940 das Ritterkreuz verliehen bekommen und war zum Hauptmann befördert worden. Am 20. Mai war er bis August 1940 Adjutant beim Oberbefehlshaber der Luftwaffe Hermann Göring, um im Anschluss als Chef die 9. Kompanie des Luftlandesturmregiments 1 zu übernehmen, die er auch im Mai 1941 während des Kreta-Unternehmens Merkur führte. Dabei war Witzig so schwer am Bein verwundet worden, dass seine Genesung fast ein Jahr gedauert hatte. Ab dem 10. Mai 1942, jetzt als Kommandeur des Pionierbataillons des 11. Fliegerkorps, nahm er an den Kämpfen um Tunesien teil und wurde zum 1. September zum Major befördert. Ab Juni 1943 war Witzig Kommandeur des 1. Bataillons des Fallschirmpionierregiments 21. Wurde am 17. Oktober mit dem Deutschen Kreuz in Gold ausgezeichnet und war ab November Kommandeur des Fallschirmpionierregimentes des 11. Fliegerkorps. Im Juni 1944 wurde er zum Kommandeur des Fallschirmpionierregiments 21 ernannt, das im Juli 1944 nach Litauen verlegte und an der Verteidigung der Straße Dünaburg-Kovno teilnahm. Im Oktober wurde das dezimierte Regiment zur Auffrischung nach Deutschland zurückverlegt. Major Witzig übernahm nun in Holland in der 6. Fallschirmjägerdivision das Fallschirmjägerregiment 18. Am 25. November 1944 wurde er mit dem Eichenlaub zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichnet. Mit seinem Regiment, das im Februar und März während der Schlacht im Reichswald im Raum Kleve
am Niederrhein in schweren Kämpfen gegen überlegene britische und kanadische Truppen gestanden hatte, gegen Major Witzig am 8. Mai 1945 in Gefangenschaft, die für ihn bis September dauerte. Nach dem Krieg erlebte damals in der britischen Zone bei Hamburg, hatte er erfahren, dass die Franzosen ihn entführen und als angeblichen Kriegsverbrecher aburteilen wollten, was allerdings vom britischen Kommandeur verhindert worden war. Allerdings, und das zeigt die Seltsamkeit dieser nun folgenden Jahre, wurde Witzig von einem französischen Gericht in Abwesenheit verurteilt und mied ab sofort die französische Zone wie der Teufel das Weihwasser. Seltsam die Zeit deshalb, da der Träger des Eichenlaubs zum Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes seit dem 16. Januar 1956 Offizier der Bundeswehr war, unter anderem Kommandeur des Pionierbataillons 7 in Holzminden, später als Oberstkommandeur der Pionierschule des Heeres. Am 30. September 1974 ging Witzig in Pension. Der unter anderem auch im Wehrmachtsbericht genannte und mit der Ehrenblattspange der Wehrmacht hoch ausgezeichnete Oberst der Bundeswehr AD, Rudolf Witzig, langjähriger erster Vorsitzender des Bundesdeutscher Fallschirmjäger, ist am 3. Oktober 2001 in Oberschleißheim verstorben. Der nächste Offizier rechts neben Rudolf Witzig war der Oberleutnant der Reserve Otto Zierach, eingesetzt als der mit der Planung und Führung beauftragte S3 in der Sturmabteilung Koch. Beim Unternehmen Eben-Emael war er der größten Gruppe Beton zugeteilt, wo er als Vertreter von Koch bei den Fallschirmjägern an der hart umkämpften Brücke bei Frönhofen war. Otto Zierach war am 26. Januar 1907 in Eberswalde bei Berlin geboren und am 13. April 1928 in die Polizeischule Brandenburg an der Havel eingetreten. Vom April 1929 bis April 1934 war er im Bataillon Wecke, dann ab Oktober im Regiment General Göring. Im April 1938 war er als Fahnenjunker Oberfeldwebel in das 1. Bataillon des Fallschirmregiments 1 versetzt worden, von dem er zwei Jahre später, inzwischen seit dem 1. Februar 1940 zum Oberleutnant der Reserve befördert, im Laufe dieses Monats zu Kochsturmabteilung versetzt worden war. Für seinen Einsatz bei Eben-Emael hatte er am 15. Mai 1940 das Ritterkreuz erhalten, hier Grünes Kreuz im Gespräch mit Propagandaminister Dr. Josef Goebbels und dem Stabschef der SA Viktor Lutze. Der links neben ihm stehende Offizier, Rotes Kreuz, ist der bereits erwähnte Oberleutnant der Reserve Joachim Meissner, stellvertretender Führer der Gruppe Eisen. Am 20. Mai 1940 war Zierach zum Hauptmann der Reserve befördert und am 1. Juli zum Kommandeur der Fallschirmschule 1 in Stendal in der Altmark in Sachsen-Anhalt ernannt worden. Als dann im Mai 1941 das Kreta-Unternehmen Merkur anstand, war Zierach als Offizier zur besonderen Verwendung in den Stab des Luftlandesturmregiments 1 zurückkommandiert worden und gehörte zur ersten Welle mit Angriffsziel Maleme. Hier die Parade der Fallschirmjäger nach dem blutig erkämpften Sieg. Am 14. März 1941 war seine Ernennung zum aktiven Hauptmann der Kriegsoffiziere erfolgt, wie diejenigen Offiziere genannt worden waren, die unter erleichterten Bedingungen aus dem Mannschafts- oder Unteroffizierstand hervorgegangen waren. Am 1. September 1942 wurde Zierach zum Major befördert. Am 28. September 1942 wurde er Kommandeur des 3. Bataillons der Luftwaffenfelddivision 1 unter Oberst Gustav Wilke. Hier mit Reichsmarschall Göring am 25. Juli 1943 an der Ostfront bei Nowgorod, wohin die Division im November 1942 verlegt und dort an den Kämpfen von Demjansk teilgenommen hatte. Anfang November 1943 wurde sie vom Heer als erste Felddivision Klammer L Klammer zu übernommen, wo sie während der sowjetischen Leningrad-Nowgoroder Operation bei der Heeresgruppe Nord im Januar 1944 im Raum Nowgorod
zerschlagen wurde. Am 8. Januar 1944 bis April war Zirach an die Luftkriegsakademie Berlin-Gatow kommandiert worden. Ein Jahr später, am 15. Februar 1945, wurde er zum 1B, dem Leiter der Quartiermeisterabteilung des 2. Fallschirmkorps, ernannt, wo er entweder im April oder Anfang Mai 1945 im Raum Brekendorf in Schleswig-Holstein in britische Kriegsgefangenschaft geraten ist, aus der er Ende 1945 entlassen wurde. Major AD Otto Zirach ist am 12. August 1976 mit 69 Jahren im sauerländischen Nachrod-Weserde verstorben. Das war der erste Teil mit den Biografien, der nach der Eroberung des belgischen Forts Eben-Emael mit dem Ritterkreuz des Eisernen Kreuzes ausgezeichneten Offiziere. Die Vorstellung der anderen Protagonisten erfolgt im zweiten Teil. Aber nachdem ich jetzt eine gute Weile über deutsche Fallschirmjäger gesprochen habe, möchte ich bei dieser Gelegenheit auf meinen großen Fallschirmjäger-Roman Geheimkommando Nikolaus hinweisen, der die Geschichte von Fallschirmjägern der Fallschirmpanzerdivision 1 erzählt, denen das Kriegsschicksal die Verantwortung für 25 aus dem Stammlager Luft 3 in Sagan abgeholten kriegsgefangenen angloamerikanischen Piloten übertragen hatte, die aus einem kriegsentscheidenden Grund vom Reichssicherheitshauptamt gesucht wurden. Der Roman ist bei Amazon erhältlich.